Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Goodie Box, Welcome Box bzw. in die So Me Edition. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen mal zu erfahren, was die neuen Abonnenten quasi diesen Monat begrüßen wird, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Bei der Goodie Box ist es nämlich so, dass wenn man die Box ganz, ganz neu abonniert, dass man nicht die reguläre Abo-Box bekommt, sondern eine Special Edition. Das ist diese hier, wenn ihr über den Link in meiner Infobox geht. Und ihr bekommt diese ganze Geschichte dann nicht für die regulären 19,95 €, was es normalerweise monatlich kostet, sondern für 9,95 €. Also ihr bekommt das schon mal direkt mit 50% Rabatt. Ne? Das geht halt so, dass ihr diese Box dann auch nur bekommt, wenn ihr über den Link in der Infobox geht, weil das ist quasi miteinander verknüpft. Das ist diese Social Media Edition. Es kann ansonsten passieren, dass wenn man die neu abonniert und nicht über den Link bestellt, dass man eine andere bekommt. Und dann könnte man gegebenenfalls andere Produkte halt drin haben. Ja, genau. Ich habe sie ihr zugeschickt bekommen, um sie vorzustellen und weil ich mich einfach jedes Mal so darüber freue, dass ich halt einfach die Möglichkeit bekomme, euch die Box auch vorstellen zu können, möchte ich auch in diesem Video wieder was verlosen, und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, steht in der Infobox. Schau super gerne mal dort vorbei. Genau. Und hier haben wir die Box, ne? Normalerweise haben wir hier 5 Beauty-Produkte mindestens drin, mit einem Warenwert von mindestens 70 €. Mindestens 2 Produkte sind davon in Originalgröße. Und das sind hier immer so schöne nordische Marken, denn die Goodie-Box kommt aus Dänemark. Hier haben wir das Design. Ist das nicht schön? Das hatten wir auch schon mal irgendwann. Ich meine mich nämlich daran zu erinnern und ich finde, das sieht so schön aus mit diesen Blumen, mit diesen Mohnblumen auch hier vorne drauf. Ne? Ja, es ist immer ein Schubladendesign, also immer das gleiche Größe, das gleiche Format. Und dann hat man hier auch a big welcome to Happy Self-Care. Wenn man dann später die Box abonniert hat, dann kann man quasi bei sich im Profil auch so ein bisschen was zum Motto lesen und so. Das ist jetzt hier nicht gegeben. Und da geht es halt nur darum so, hey, richtig cool, dass du dich um dich selber kümmern möchtest. Denn wir haben hier auch hauptsächlich Pflegeprodukte drin. 1, 2 dekorative Schätzeleins haben wir auch mal drin enthalten. Da habe ich euch hier mal ein Video gemacht, wo ich eine kleine Übersicht erstellt habe, was man so in Boxen zu erwarten hat. Ich habe schon mal das Raschel Butterbrotpapier geöffnet. Das sieht so jetzt von innen aus und die Box ist wirklich gut gefüllt. Ne? Ich nehme jetzt mal das erste Produkt schon mal raus, was sehr, sehr groß ist. Das ist dieses hier. Das ist ein Haarbürste mit ganz vielen kleinen Herzchen drauf. Du hast hier sogar einen Spiegel, glaube ich, oder? Kann man das abfriemeln? Dann hat man hier einen Spiegel. Ich guck mal. Nee, oder? Nee, das wäre cool gewesen, ne? Wenn man sich hier drin auch noch hätte spiegeln können. Naja, auf jeden Fall ist es eine Haarbürste, die so aussieht. Und ich finde, Haarbürsten kann man immer sehr gut gebrauchen. Ich habe letztens erst noch meine aktuelle Haarbürste gewechselt, einfach weil es gesünder ist. Und hier haben wir auch, glaube ich, so ganz spezielle Borsten mit dabei. Das hatten wir nämlich schon mal irgendwann auch in der Goodiebox mit drin gehabt, die dafür sorgen sollen, dass die Haare auch noch gepflegt werden und halt nicht so statisch aufgeladen und so. Finde ich cool. Wird auf jeden Fall dann mal ausprobiert werden. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, aktuell eine in Anwendung, eine neue. Und ich versuche ungefähr alle halbe Jahr auch mal meine Haarbürsten zu wechseln. Klar, wasche ich die, ich reinige die, aber man sollte sie ab und zu mal wechseln, weil da sind halt auch irgendwelche Sachen drin. Apropos Haare, Leute. Hier ist ein Haarband drin von My Jewelry. Das ist, ja, so ein Animal Print. Ne? So schaut das aus. Ja, also es würde jetzt mega zu meinem Look passen. Ich bin aber kein Haarband-Fan und vor allem auch kein Animal Print-Fan, bin ich ehrlich, ne? Aber es ist ein süßes Gimmick. Wenn das jetzt irgendwie in so einem Blümchen-Design gewesen wäre oder so, hätte ich mir das nochmal überlegt. Man kann sowas aber auch gut verwenden, wenn man sich so abschminkt. Also hier hinten hast du halt, ne? Das so, dass man damit die Haare so ein bisschen aus dem Gesicht bekommt. Bin jetzt halt geschminkt, und, ne? Aber das, also es würde mir stehen. Also ich könnte es so tragen, ich könnte es aber auch halt so hinter den, also dass ich die Haare quasi hier hinten auch dahinter mache oder so. Es passt auch eigentlich ganz gut. Es sieht süß aus und es passt richtig gut zum Lippi. Richtig gut. Ja, aber ich bin halt, wie gesagt, nicht so der Animal Print Fan, deswegen wird das auch weiter wandern. Fühlt sich auch vom Material her sehr schön an. Also jetzt nicht irgendwie, dass die Haare dadurch statisch aufgeladen werden würden oder so. Also an und für sich ein schönes Produkt. Wenn es in einem anderen Design gewesen wäre, hätte ich mich noch ein bisschen mehr gefreut. Ich weiß nicht, ob man da unterschiedliche hätte haben können. Ich glaube nicht, ne? Hier habe ich jetzt ein Produkt, das ist das Welcome Gift. Das hatte ich eben gesehen. Also quasi etwas, das, wenn ihr das dann quasi auch über den Link in meiner Infobox bestellt, bekommt ihr diese
dieses Produkt halt noch zusätzlich dazu. Dr. Botanicals ist das, die Lemon Food All-in-One Rescue Butter mit 50 Millilitern. Das ist ein wirklich gutes Produkt, weil das halt auch wirklich, wirklich, wirklich sehr trockene Stellen ganz gut pflegen kann. Und da sind auch 50 Milliliter jetzt im Hochsommer gar nicht so verkehrt, weil jetzt brauchst du nicht unbedingt was mega reichhaltiges am ganzen Körper, sondern halt eher so punktuell an den Ellenbogen oder an den Schienbeinen, wo auch immer man gerade, oder an den Knien, ne, wo man halt so ein bisschen trockenere Stellen hat, da macht das auf jeden Fall Sinn. Und das hat halt diesen Limonenduft auch mit dabei. Also ein zitrischer Duft ist damit am Start. Das ist schon, ne, ist schon ein schönes Produkt. Das hier ist etwas von Cardalis, das habe ich auch schon mal verwendet. Ich glaube, das mochte ich sehr gerne. Suitable Banana Science, genau. Das ist nämlich eine SOS Nourishing Body Lotion Hydra Muse mit Bananen irgendwas, Bananenblatt, glaube ich, und Karité-Butter mit gelber Banane und Shea-Butter, genau. Und 99,5% sind hier natürlich ein Inhalts... der Inhaltsstoff, 99% der Inhaltsstoffe sind natürlichen Ursprungs, so, und das sind 100 Milliliter drin. Das ist auch ein schönes Produkt. Also wie gesagt, das hatte ich schon mal und ich habe da positive Erinnerungen zu. Ich bin ja auch ein Bananenfan, ne? Das ist schon meins. Mag ich. Also cool, dass es hier mit dabei ist. Wir haben hier noch 3 weitere Produkte drin und ich habe euch schon 1, 2, 3, 4 gezeigt. Also wir haben hier 7 Produkte am Start. Mega. Okay, hier habe ich dann von The Cure Number Glow, AHA und BHA Glow Cleanser, okay, 20 Milliliter, soll man morgens und abends verwenden können. Ich würde es jetzt im Hochsommer eher abends verwenden. Es ist zwar etwas, was du nicht auf deiner Haut belässt, also dass du halt jetzt nicht irgendwie das wie ein chemisches Peeling halt wirklich einwirken lässt. Trotzdem ist es so, dass ich das wirklich eher so Richtung Abend eher verwenden würde, ne? Bin ich einfach ehrlich und morgens dann halt eher was Milderes verwende und ja. Aber ist schön, dass wir hier was zur Gesichtsreinigung mit dabei haben, denn so kriegt man hier auch noch ein paar andere Kategorien mit dabei, denn das Gesicht ist noch gar nicht so viel verwurstet worden. Das ist auch eine komische Aussage. Denn hier haben wir noch ein Haarprodukt drin, ne? Also sehr haarlastig, die Box. Brave New Hair, Coconut Cuddle, eine Hair Cream mit Kokosnussöl, Quinoa und grüner Walnuss. 50 Milliliter. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine Maske oder so, sondern das ist ein Leave-In. Ne? Also das lässt du auch in deinen Haaren drin, um sie zu pflegen, nachdem du halt zum Beispiel geduscht hast oder so. Und ja, dann kann man damit seine Haare pflegen. Und das wird dann nach Kokosnuss riechen. Ich glaube, viele freuen sich darüber. Ne? Also Kokos ist ja auch ein sehr, sehr, sehr beliebter Duft. Aber sehr, sehr haarlastig. Da bin ich froh, dass das letzte Produkt, was ich hier rausziehe, tatsächlich auch ein dekoratives Kosmetikprodukt ist. Und ich weiß, viele von euch stehen auch sowieso auf dekorativer Kosmetik in diesen Boxen und auch auf Lidschatten. Das hier ist jetzt ein Dual Metal Foil Produkt von Face Zero. Ja, die sind 3 Gramm drin. Und das hatten wir auch schon mal. Das ist so ein Duo, wo man halt 2 verschiedene Farben drin hat. Ich glaube, Sarah Isabel hat sich das letztens erst noch aus dem Trashy rausgenommen. Genau, also wunderschön. Erinnert mich persönlich auch ein bisschen an die LH Cosmetics. Da gibt es so Paletten. Genau, und damit kann man entweder einen schönen Monolook schminken oder wenn du dir einen Bronzer in die Lidfalte gibst, kannst du das aufs komplette Auge geben und damit halt den Look nochmal besonders machen. Also ich glaube auch, dass ich das hier jetzt einfach mal behalten werde und euch das im Full Face Beauty Boxen im Einsatz zeigen möchte. Einfach, weil ich das interessant finde. Ich habe das jetzt durch dieses LH Cosmetics Gedöns nämlich auch lieben gelernt, weil ich das sehr, sehr schön finde und halt auch im Sommer sehr einfach. Genau, und dann kann ich mir vorstellen, dass das ganz schön ist. Wir haben ja, wie gesagt, halt auch 2 schöne Farben mit dabei. Einmal etwas kühleres und etwas, die sind beide etwas kühler. Das Rosa ist etwas kühler und auch dieses Bronze-Gedönsen ist ein bisschen kühler. Und guck, die Stubenfliege hat sich ja auch gerade ins Bild schmuggeln wollen. Sag mal. ja, genau. Also, ne, wird auf jeden Fall dann in Anwendung auch mal gezeigt werden. Und das hier war die Box. Ich persönlich, ist jetzt abgefahren, ne? Ich vermisse Gesichtspflege. Und ja, der Körper ist auf jeden Fall mit 2 Produkten am Start. Wenn ihr halt auch über den Link geht und dann noch dieses Zusatzprodukt bekommt, dann haben wir auch, wobei du die Rescue Butter auch theoretisch im Gesicht verwenden könntest, aber da ist die sehr, sehr reichhaltig. 3 Haarprodukte finde ich abgefahren. Ein Gesichtsprodukt und ein dekoratives Kosmetikprodukt. Eigentlich auch mal eine etwas abgefahrene Konstellation, oder? Weil normalerweise haben wir halt eher so den Überschuss an Gesichtspflegeprodukten. Vielleicht hat sich die Goodiebox dieses Mal gedacht, nö, nicht mit uns, wir machen es jetzt einfach mal anders. Wie fandet ihr denn die Box so? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Und was auch immer super wichtig ist,
Das ist ja ein Kooperationsvideo, das heißt, meine Kooperationspartner lesen auch die Kommentare. Das heißt, wenn ihr konstruktive Vorschläge habt, wie man da gegebenenfalls auch einen anderen Inhalt oder was ihr euch wünschen würdet, was da mehr reinkommen könnte oder welches Produkt so euer absolutes Highlight ist, schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare rein, weil es wird gesehen und dann auch im Nachgang umgesetzt. Zum Beispiel ist es so gewesen, dass ich auch mal gefragt wurde, was man vielleicht in den SoMe-Boxen anders machen könnte. Und da habe ich halt gesagt, Leute, macht mal mehr Lidschatten rein, ne? Seitdem haben wir vermehrt auch sowas mit drin enthalten. Und deswegen, eure Meinung ist sehr, sehr wichtig und ich gebe die dann auch gerne weiter. Und sie werden aber auch tatsächlich gelesen. Also von daher, tobt euch da gerne aus. Und ja, wenn ihr sie abonnieren möchtet, super gerne über den Link in der Infobox. Da könnt ihr einfach gerade diese ganzen Produkte für 9,95 Euro bekommen. Finde ich der Wahnsinn. Also ich sag mal, spätestens wenn du sagst, ich brauche gerade eine neue Haarbürste, ist die Box einfach gerade ein Traum, ne? Du kannst das Abo nämlich jederzeit kündigen. Das ist sehr easy. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.